gerade gesagt, oder? Tut mir leid, dass Sie sich so aufregen müssen. Aber unsere Bundesregierung handelt. Wir müssen aus den fossilen Energien aussteigen, das ist völlig klar. Ich habe ihn jetzt zweimal angerufen. Ja, ich habe ihn auch gesagt, dass ich an einer Versammlung teilnehmen werde. Ja, Sie können Versammlung teilnehmen, aber nicht die Fahrradpapiere, sonst fahren Sie abgehen. Das ist nun das. Warum diskutieren, nicht diskutieren? Versammlungen darf man den Ort erstmal frei wählen. Da haben Sie was nicht verstanden, RSFG Berlin. Dass Sie den Ort frei wählen dürfen. Da haben Sie was nicht verstanden. Doch, so ist es. Ja, da gibt es ein Kooperationsgespräch und werden Sie einen zugewiesen bekommen. Nein, in der Demokratie ist es erstmal das Versammlungsrecht zu schützen. Was Sie tun, ist gegen die demokratischen Rechte. Ja, ist gegen Menschenrechte. Das steht auch auf der Seite von Amnesty International zum Beispiel. Und genau das, was Sie tun, stark angeklagt. Und das mitten in der Klimakatastrophe. Wo wir raus müssen aus den fossilen Energien. Einmal aufstehen. Es tut mir leid, dass ich Sie einmal störe, aufstehen. Stehen Sie bitte auf. Stehen Sie auf die Füße und laufen. Ich löse und ich kann aufstehen. Einmal auf die Füße aufstehen. Warum soll ich denn aufstehen? Ich bin auf dem Gehweg. Was ist denn Ihr Problem? Auf die Füße. Leisten Sie keinen Widerstand. Ich leiste keinen Widerstand. Sie den Maßnahmen. Sie löse den Griff. Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung nicht handelt.